Hallo, mein Name ist Michael und es freut mich sehr, dass du hier auf meinem Kanal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, der Wind und das Rauschen des Meeres im Hintergrund stört nicht allzu sehr. Heute geht es nämlich um ein wirklich sehr, sehr wesentliches Thema. Es geht um das Thema, wie ich es im Titel schon geschrieben habe, Dankbarkeit. Dankbarkeit, der Schlüssel, beziehungsweise Danke. Und im Zuge dieses Videos möchte ich mich mal wirklich von Herzen bei euch allen bedanken. Vor allem bei denen, die mir immer wieder Zuspruch geben und mir ihre Fortschritte mitteilen, die mir sagen, wie es ihnen denn mit den Themen, die ich hier so auf meinem Kanal besprochen habe, mit den Videos ergangen ist, und denen, die die Sachen tatsächlich ausprobiert haben und die wirklich dann eben auch große Fortschritte in ihrem Leben gemacht haben, die zufriedener, die glücklicher, die selbstbewusster, die mehr Selbstvertrauen in ihrem Leben haben. Und bei den Menschen möchte ich mich wirklich sehr, sehr herzlich bedanken für das, dass ihr da seid, dass ihr mir immer wieder Kommentare da lässt und einfach zeigt, wie viel euch das Ganze gebracht hat. Ich weiß es ja für mich selbst, wie viel es bringt, aber Bestätigung von außen zu hören, ist doch immer wieder nett und schmeichelt einfach meinem Ego. Aus dem Grund vielen Dank dafür, und im Zuge dieses Videos möchte ich auch den Menschen danken, die auf meinen Kanal kommen, also sozusagen den Zweiflern unter euch, oder im modernen Webjargon nennt man sie auch Trolle, die trotz der offensichtlichen Ablehnung der Thematik bzw. meiner Person oder generell eine Ablehnung von jeglichem freien Denken, eine Ablehnung von allen Ideen, die ein wenig anders sind als der Konsens, der normale Konsens, die Normalität, sich trotzdem die Mühe machen, auf meinem Kanal zu kommentieren. Und das aus zweierlei Gründen. Also ich bin denen aus zweierlei Gründen dankbar. Zum einen zeigt es mir recht gut, wie diese Menschen denken, und ich bin ein sehr diplomatischer Mensch, der sich gerne in andere Menschen einfühlt und eindenkt, um zu verstehen, wo die Probleme liegen, warum man nicht frei denken kann oder andere Meinungen, andere Ideen nicht zulassen kann. Einfach nur aus der Neugierde heraus, um zu versuchen, ob es funktioniert. Zum Beispiel bei der Thematik, über die ich spreche, die ist relativ simpel. Sie fügt dir absolut keinen Schaden zu. Egal, wem du glauben willst, innerhalb einer Woche Versuch oder zwei Wochen Versuch wird es absolut kein Problem für deine Prostata oder was auch immer darstellen, und du wirst relativ schnell einen Effekt oder auch nicht feststellen und kannst für dich extrem schnell feststellen, ob es was bringt. Also bin ich den Menschen schon mal dafür auch dankbar, weil ich eben weiß, wie ich zu argumentieren habe, um die Leute zumindest dazu zu bringen, mal den Versuch zu probieren. Mir geht es also vorwiegend darum. Zweitens bin ich dankbar, weil YouTube es prinzipiell egal ist, wer darauf klickt, ob der jetzt die Meinung teilt oder nicht. Popularität generell ist für YouTube wichtig als Signal. Okay, Menschen klicken auf dieses Video, scheint interessant zu sein. Ob es polarisierend ist oder nicht, ist YouTube prinzipiell mal egal. Aus dem Grund bin ich auch denen dankbar, weil es YouTube eben egal ist, ob du einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten hier lässt. Prinzipiell geht es um Reichweite. Und sobald du kommentierst, wird mein Video eben mehr ausgespielt von YouTube, da es anscheinend interessant für Menschen sein kann. Und jetzt zu dem wesentlichen Punkt dieses Videos: Warum sehe ich Dankbarkeit als Schlüssel, als das Ganze, als eines der wichtigsten Themen, über das du dir Gedanken machen kannst? Und möchte dir dazu ein Beispiel geben. Du kennst das vermutlich aus irgendwelchen Zeiten in deinem Leben, in denen du wirklich komplett aus tiefstem Herzen, ohne Vorbehalt, für irgendetwas dankbar warst. Jetzt beispielsweise alle Eltern unter euch, jeder, der ein Kind hat, der weiß das vermutlich am besten, diese vorbehaltlose Dankbarkeit, wenn du dein Kind im Arm hältst. Manche kennen das auch bei Tieren. Manche haben so tiefe Beziehungen zu Tieren,
dass sie auch da diese vorbehaltlose Dankbarkeit spüren, aus tiefstem Herzen für etwas dankbar zu sein, ohne eine Bedingung dahinter gestellt zu haben. Oder auch aus tiefstem Herzen lieben. Und dieses Gefühl, wenn du hast und das weiter auf dein Leben ausweitest, das heißt, das beginnst zu praktizieren, generell für deine Umstände in deinem Leben, vorbehaltlos dankbar zu sein, dann wirst du feststellen, wenn du das Ganze haben wollen und Veränderung haben wollen, Dinge haben wollen, Bestätigung haben wollen von anderen Menschen, haben wollen, dass sich andere Menschen verändern, dass sich andere Menschen so verhalten, wie du es dir wünschst und vorstellst. Wenn du dankbar bist für deine aktuelle Situation und wie es dir geht, deine Umstände und so weiter. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, das verstehe ich vor allem, wenn du dich in Situationen der Krankheit und so weiter oder finanziellen Armut befindest, dass du trotzdem dankbar bist für die Dinge, die du in deinem Leben schon hast. Das ist sehr schwierig, aber dann passiert eines. Es stellt sich ein ganz tiefes Gefühl der Zufriedenheit in dir ein. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt. Plötzlich löst sich das ganze Haben-Wollen und die Begierden in nichts auf. Die gehen einfach. Wenn du wahrnimmst und feststellst, was du alles hast, wie gut es dir geht, ausreichend zu essen, Dach über dem Kopf, Kleidung und so weiter, musst nicht frieren, dann wirst du eben feststellen, wenn du diese Zufriedenheit in deinem Leben praktizierst, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. Und ich hatte jetzt, um das noch weiterzuführen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alles Materie zuerst als Frequenz, als Wellenform existiert, so nach dem Quanten-Doppelspalt-Experiment, dass man davon ausgeht, dass eine Welle zuerst, also Materie zuerst als Welle vorhanden ist, sowie Licht auch nur eine Welle ist oder alles, was du hörst, nur eine Frequenz ist, ist auch Materie zu Beginn erst einmal Frequenz und es manifestiert sich erst danach. Und wo entscheidet wer, was sich wann und wie manifestiert? Ist es Zufall? Es gibt Versuche, die besagen, dass es eben kein Zufall ist, sondern dass es manipuliert werden kann. Und wenn du jetzt diese Dankbarkeit dafür verwendest, dann wird sich eben mehr in deinem Leben manifestieren für Dankbarkeit. Und mir kam dieser Gedanke jetzt letzt erst wieder, als ich am Strand war und ich hörte Wasserrauschen aus einem Wasserschlauch. Und ich schaute mal in diese Richtung links neben mir und stellte fest, dass ich nur das Echo angeschaut habe. Das heißt, die Wand, die links neben mir war, hat den Wasserschlauch, der rechts neben mir aktiviert war, reflektiert, also zurückgestrahlt auf mich und ich habe gedacht, es kam von dort. Was will ich damit sagen? Wenn du bist ja sowas wie ein Sender und wenn du jetzt Dankbarkeit ausstrahlst, dann wird sie dir vermutlich als ein Echo von außen wieder zurückreflektiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich schlüssig ist. Für mich ist es das auf jeden Fall. Es war so eine Einsicht, eine tiefe Einsicht und ein Verständnis in Dinge, die ich schon vorher immer gehört und gelesen habe, aber nie wirklich begriffen habe. Und jetzt habe ich das eben für mich wirklich innerlich begriffen. Ich hoffe, du konntest mir folgen und es war nicht zu kompliziert für dich. Und aus dem Grund bezeichne ich eben Dankbarkeit als den Schlüssel, weil du eben dann immer mehr generierst, um dankbar zu sein in deinem Leben. Und ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und hat dich ein wenig zum Nachdenken angeregt oder womöglich auch eine tiefere Einsicht in diese ganze Thematik gegeben. Wenn dem so ist, dann lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier und wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann mach dir auf jeden Fall mal ein Amazon Audible
kostenlosen Testaccount. Für 30 Tage kannst du dir kostenlos ein oder ich glaube zwei Bücher downloaden und eben während einem Workout oder was auch immer ganz nebenbei Wissen aneignen, tolle Bücher anhören. Ich poste ein paar Links in meiner Videobeschreibung unten, dann kannst du dir gleich ein paar tolle Bücher, die ich empfehle, kostenlos eben über dieses Audible-Abo herunterladen. Ja, wenn es dir gefallen hat, freut es mich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und liebe Grüße hier aus dem gerade im Sandsturm verschleierten Zypern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.